für mich ist es halt einfach ein Werkzeug, wo ich denke, das ist ganz viel von dem, was ich unter Handwerk und Handarbeit verstehe. Die schnelle Anpassungsfähigkeit auf bestimmte Wünsche, auch diese Präzision und diese Liebe zum Detail. Und es steckt für mich alles da drin. Und deswegen ist es eigentlich Handwerk pur. Aber es ist mit einer sehr modernen Maschine halt. Mein Name ist Christoph Noe. Wir befinden uns hier in der Gitarrenbauwerkstatt von meiner Marke On Guitars, mitten in München. Und hier entstehen ganz individuell nach Kundenwunsch gefertigt E-Gitarren und E-Bässe. Ja, was wir heute sehen, ist eigentlich die Geburtsstunde des Pit-Pit-Basses. Also all meine Modelle sind nach Vogelarten benannt. Also es gibt zum Beispiel das Star-Modell, das Fink-Modell und jetzt neu Pit-Pit. Ja, Origin hat meinen Workflow tatsächlich schon sehr verändert, muss ich sagen. Und so nach und nach hat sich einfach Origin immer mehr irgendwie so reingeschlichen in alle möglichen Aufgaben, die es gab. Und jetzt so die letzten Gitarrendesigns oder auch das neueste Bassmodell, was jetzt gerade entsteht, sind wirklich eigentlich auch von der Konstruktion und der Planung in CAD schon mit Origin im Hinterkopf eigentlich geplant. Ja. Also Origin ist hier Teil meines Maschinenorchesters, insofern, dass ich teilweise häufig einfach Vorbereitungen mache damit, um eine gewisse Präzision zu haben von zum Beispiel einer Kontur. Also ist für mich so sehr stark ein Präzisionstool und für die ganz groben Arbeiten gibt es schon noch ein paar andere Kandidaten dann. Ja. Ja, die Origin ist eine Maschine, die es mir ermöglicht, meine Zeichnungen am Computer von Gitarren, die sehr komplex sind, sehr viele Kurven haben, auf sehr präzise auf ein Werkstück zu übertragen, in einer Qualität, wie man sie von einer CNC-Fräse her kennt. Das ist das, was es am Ende für mich auszeichnet. Also wir bauen jetzt hier einen sogenannten 31,25 Zoll Bass. Das ist sozusagen die Mensurlänge, nennt man das, von den beiden Auflagepunkten der Saiten. Und im Vergleich zu einer E-Gitarre ist es eben so, dass es eine viel größere Strecke ist. Das heißt, alle Teile am Bass sind einfach größer, als ich sie eigentlich für eine E-Gitarre baue. Und deswegen war es für mich eben entscheidend, natürlich auch einfach diesen Arbeitsraum mit der Origin zu vergrößern. Und das ist der Grund, warum ich praktisch mit zwei Workstations nebeneinander arbeite, um dann auch einen Basshals wirklich komplett in der ganzen Breite schön bearbeiten zu können. Was für mich ein ganz entscheidender Aspekt ist von der Workstation, ist erstmal die ganz flexible Höhenverstellung, weil ich habe eben sehr unterschiedliche Dicken von Materialien für den Body, für den Hals, alles unterschiedlich. Ich hatte am Anfang schon Zweifel und der kritischste Punkt ist meiner Ansicht nach die Bundschlitze zu fräsen. Und da war ich mir nie ganz sicher, ob die Präzision am Ende ausreicht. Aber inzwischen wurde ich eines Besseren belehrt und mache sozusagen alle Bundschlitze mit der Origin nur noch und bin super happy. Der Wunsch nach einer großen CNC oder einer Portalfräse war schon groß bei mir, aber man sieht hier auch in der Werkstatt, ich habe nicht den Platz dafür, auch eine so große Maschine, die dann zum Beispiel auch einen Basshals fräsen kann, permanent aufgebaut zu haben. Und insofern ist es einfach für meine Umstände irgendwie, die es hier hat, genau das richtige Werkzeug. Die Vorrichtung, die wir nutzen, um das Halsprofil hinten zu fräsen, das ist eine Konstruktion, die ich auch entwickelt habe. Ich wollte meine eigene Interpretation machen, eben auch dem geschuldet, dass ich hier nicht wahnsinnig viel Platz habe und keine Riesenvorrichtung haben wollte, die hier immer rumsteht. Und deswegen ist meine sehr mobil zusammenfaltbar sozusagen und auch sehr clever erweiterbar, je nachdem, ob ich jetzt einen Hals für einen Bass oder für eine Gitarre fräse. Ja, die ganzen Files, die man auch braucht, um das nachzubauen, habe ich auch veröffentlicht. Ich
Ich habe auch viel gelernt, wie man Gitarren baut von der Internet-Community und es ist so mein Ding gewesen, das zurückzugeben. Also ich möchte jeden inspirieren, auch das nachzubauen und zu verbessern. Immer ganz unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche, wie ein Gitarrenhals zu sein hat. Manche mögen so einen ganz dicken Hals, manche mögen einen sehr dünnen, dann gibt es eher eine V-Form zum Beispiel, dann gibt es eine C-Form etc. Für den Bass, den wir heute bauen, habe ich mich jetzt für eine klassische C-Form entschieden. Viele Kunden kommen halt mit sehr speziellen Wünschen, ich möchte hier den Tonabnehmer haben und ich stelle mir da sowas vor. Und jeder Tonabnehmer, selbst von der gleichen Bauart, von unterschiedlichen Herstellern, haben ein bisschen eine andere Größe. Es sind die Schrauben mal unten länger, mal kürzer. Das heißt, ich kann halt super individuell Fräsungen machen, die perfekt auf genau den Pickup passen, den der Kunde vielleicht mitgebracht hat, vielleicht auch irgendwo aus einem Vintage-Instrument ausgebaut hat und irgendwo jetzt neu einbauen will. Und ja, Origin ermöglicht mir halt super schnell und halt sehr präzise dafür die passende Fräsung zu machen. Was ich auch noch sagen würde, ist, dass die Verarbeitungsqualität, also die Schnittkanten, deutlich besser sind. Also ich habe wesentlich weniger mit Brandspuren zu tun, muss weniger schleifen. Und insofern sind es die Dinge, die sich bei mir verbessert und reduziert haben. Gepaart dann am Ende natürlich auch mit dieser Präzision, also dass ich wirklich guten Gewissens Buntschlitze fräsen kann. Konnte ich früher auch schon mit einer komplizierten Vorrichtung, aber habe zum Beispiel auch teilweise für ein Griffbrett 3 Fräser kaputt gemacht, weil ich einfach nicht so eine konstante Bewegung manuell durchführen konnte, wie Origin es kann. Und weiß gar nicht, ich glaube, mit dem 0,6 mm Fräser, den ich gerade benutze, habe ich wahrscheinlich schon 20 Griffbretter gefräst und der schneidet immer noch. Man liest immer wieder auch auf sozialen Kanälen immer wieder Kommentare, wo jemand schreibt, ja natürlich kann eine computergesteuerte Fräse einen Gitarrenbody ausfräsen. Wo ist sozusagen hier die Kunst oder das Handwerk? Und für mich ist es aber am Ende einfach ein Werkzeug. Und ein Werkzeug entscheidet jetzt nicht darüber, ob etwas handwerklich gut oder handwerklich schlecht gemacht ist. Für mich sind eher andere Aspekte, wie zum Beispiel die super flexible Anpassungsfähigkeit auf Kundenwünsche, die genaue und super akribische Auswahl von Materialien, von Farben etc. Das sind alles für mich die Liebe zum Detail, das sind alles die Dinge, die für mich eigentlich Handwerk ausmachen. Und in ganz vielen von diesen Dingen, um die zu erreichen, nach meiner Vorstellung, spielt Origin halt eine Rolle, weil es einfach mit dieser Präzision, mit dieser Flexibilität, dem schnellen Anpassen der Zeichnung an einen anderen Tonabnehmer, das ist für mich das, was am Ende Handwerk ausmacht. Einzelanfertigung. Es geht nicht um die Masse hier, sondern es geht darum, für das Einzelne eben die individuell perfekte Lösung zu finden.